Junge, Junge, das ist ja ein Profil. Würde es dir was ausmachen, ein bisschen näher ans Licht zu rücken? Wer? Ich? Ja, ich könnte dich definitiv malen. Aber nein, keine Ablenkungen. Vor allem, wenn ich mein großartigstes Werk vollenden will. Dein größtes Werk? Was ist das denn? Ein großes Fresko, mein Meisterstück. Ein Gemälde von epischen Proportionen, das die Welt noch nicht zu sehen bereit ist. Aber ich kann es nicht vollenden. Ich habe nicht die richtige Schattierung. Rot. Rot? Ja. Das roteste Rot. Ich brauche es unbedingt und alles, was diese dämlichen Händler haben, ist ein blasser Scherz. Ohne das roteste Rot wird mein Projekt unvollendet bleiben. Und meine Kunst wird nicht den Ausdruck finden, den sie benötigt. Natürlich, wenn ich rankäme an... Aber nein, das ist eine völlig verrückte Idee. Sie lässt mich erschauern. Spuck's schon aus. Du, meine Güte. Bist du dir sicher? Na gut. Ich muss zugeben, ich habe bereits heimlich experimentiert. Und was ich brauche, ist Blut von Infizierten. Aber nicht irgendwelchen Infizierten. Allein das Blut eines Unholds kann mir das wahre tiefe Rot schenken, das ich brauche. Ich habe in einem gewissen Gebiet diesen einen bestimmten Unhold beobachtet und habe angefangen, Rotwein für ihn zum Trinken dazulassen. Wein sollte seinem Blut eine noch intensivere Farbe verleihen. Er wird ziemlich aggressiv, nachdem er den Wein getrunken hat. Glaubst du, dass du in der Lage bist, mir das Blut der Kreatur zu bringen? Na klar, klingt lustig. Dann geh, komm zurück, wenn du sein Blut ergattert hast. Thank you.
Diese Scheiße gesehen? Es ist ein Notfall. Ist da jemand? Da ist ein Mann, der dringend einen Heiler braucht. Sie schläft. Wann wacht sie auf? Das ist ein Notfall. Es ist immer ein Notfall. Wie damals, als diese junge Frau einen Trank brauchte, um die Geburt einzuleiten. Und dieser Kerl, der eine Salbe gegen seinen Leistenbruch brauchte und... Was war denn da noch? Bitte weg sie. Ein Menschenleben ist in Gefahr. Das hoffe ich auch. Wenn ich nämlich herausfinde, dass er nur einen Kater hat, ich werde sie wecken. Du musst aber trotzdem warten. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wer hat dir gesagt, wie du uns finden kannst? Die Peacekeeper. Dann bist du zur falschen Heilerin gekommen. Raus hier. Hat euer Haufen ihr nicht schon genug angetan? Und jetzt diese Abtrünnigen.
Seit Jahren gibt es einen Waffenstillstand. Sie haben uns in Ruhe gelassen. Und nun sind sie plötzlich verrückt geworden. Wo wart ihr, als sie diese Insel übernommen haben? Zum ersten Mal haben wir euch wirklich gebraucht. Und was war? Ihr seid nicht aufgetaucht. Sie sind weg. Ich habe mich gerade darum gekümmert. Das glaube ich dir nicht. Du lügst. Nur damit du kriegst, was du willst. Wie alle Peacekeeper. Haben wir Besuch, Shirah? Ich bin gleich da. Es ist ein Peacekeeper. Ich bin kein Peacekeeper. Ich versuche nur, einem zu helfen. Das ist für mich dasselbe. Lass ihn rein, Shirah. Ich bin nur ein Bote. Ein Arzt schickt mich. Er heißt Steven. Ärzte hassen Volksheiler heutzutage wie die Pest. Es würde seinem Ruf schaden, wenn er Volksmedizin einsetzen würde. Das hat es bereits. Er hat mich gegen den Wunsch der Familie des Verletzten hergeschickt. Shirah. Ja? Du hast gesagt, da sei ein Mann gewesen, der uns vor den Abtrünnigen gerettet hätte. Ist das der Mann? Sag, wie heißt du, Junge? Aiden. Also, du bist tatsächlich derjenige, der uns gerettet hat. Wir stehen tief in deiner Schuld. Und wer ist derjenige, der im Sterben liegt? Sein Name ist Aether, ein hochrangiger Offizier. Margaret, tu's nicht. Wenn irgendwas schief geht, macht man dich wieder verantwortlich. Aber wenn alles gut geht, ist das vielleicht eine Chance, um mehr Menschen helfen zu können. Heißt das, dass du mir helfen wirst? Ich habe nicht die nötigen Kräuter hier, aber ich kann dir sagen, wo du sie findest. Du brauchst eine Blume, die wir Einsiedler nennen. Sie gedeiht in Erde, die von Giftabfall durchtränkt ist. Du wirst sie nur nachts sicher pflücken können, wenn ihre Blütenblätter leuchten. Aber es reicht nicht, sie einfach alle nur so zu pflücken. Nur die kleinen Blütenblätter haben eine heilende Wirkung. Hüte dich jedoch vor den Großen. Sie enthalten ein tödliches Gift. Kannst du dir das merken? Kleine Blütenblätter heilen, die Großen vergiften. Das kann ich mir merken. Ich schwöre dir, das werden wir bereuen. Lawan, ich brauche deine Hilfe. Na klar. Was geht's? Ich suche nach einem Kraut. Es wird der Einsiedler genannt. Ah, ja. Hab davon gehört. Ich glaube, diese komischen Blumen wachsen am Kanal, nördlich von der Old Saints Bridge. Dort würde ich mal nachsehen. Gute Idee.
Nein! Da!
Boden.
Nimm das, Mann. Ich meine, weil du mich gerettet hast und so. Ein Licht? Da ist jemand dumm wie Brot. Nochmal sag ich's nicht.
mich jemand verarscht, werde ich zum Tier. Ein Licht könnte eine Falle sein. Das stimmt nicht. Wer trampelt denn da an uns vorbei? Yeah!